Und damit hallo und herzlich willkommen zu Icarus. Ja, also, ich sage schon mal eins vorweg, und zwar werde ich kein richtiges Let's Play von diesem Spiel machen, aber ich werde hin und wieder Videos dazu hochladen, wenn ich mal wieder, ja, größere Fortschritte, sage ich mal, im Spiel gemacht habe. Denn das große Problem, und dazu gehe ich jetzt mal eben auf Spielen, um euch das zeigen zu können. Denn das große Problem ist, ich habe jetzt hier einen, also das ist mein Hauptcharakter, einen Level 13 Charakter, und ich habe einen Level 2 Charakter gemacht. Ja, aus welchem Grund auch immer, ist ja jetzt egal. Und zwar geht es darum, ich gehe jetzt einfach mal in den Level 2er Charakter rein. So, und hier kann ich euch dann genau zeigen, warum ich ja kein richtiges Let's Play mache, weil da würde es dann zu lange dauern, um darauf zu warten. Ich habe jetzt hier diesen Level 2 Charakter. Der kann natürlich noch nicht allzu viel. Mein anderer Charakter, ich glaube, es war Level 13, hat natürlich schon einiges mehr hier freigeschaltet. Die Sachen sind auch noch nicht unbedingt so wichtig. Was wichtig ist, ist dieser Baum zum einen. Da ist es egal, mit welchem Charakter man spielt. Beziehungsweise der ist eigentlich recht, ja, schnell. Schnell kann man jetzt auch nicht sagen. Man braucht schon einige Missionen, die man dann bestanden hat, um hier etwas machen zu können. Hier in der Werkstatt, da könnt ihr verschiedene Anzüge beispielsweise freischalten. Also das bewegt sich immer hier in dieser Linie, was ihr freischalten könnt. Zum Beispiel, wenn hier unten das freigeschaltet ist, wird das hier oben wieder freigeschaltet und so weiter und so fort. Das ist soweit noch alles machbar. Was allerdings sehr, sehr schwer sein wird, sind die Ränge. Also ich habe jetzt doch schon einige Spielestunden hinter mir. Ich habe es auch aufgenommen, habe mich aber dann dazu entschlossen, nochmal komplett von vorne anzufangen. Und zwar, deswegen bin ich jetzt auch in den kleinen Charakter reingegangen, gibt es hier verschiedene Ränge. Das erste hier ist direkt ab Rang 1 freigeschaltet. Die, ja, eigentlich besseren Sachen findet man hier ab Rang 2. Und ganz ehrlich, ohne die, die jetzt hier freigeschaltet werden, möchte ich auch nicht spielen. Dementsprechend wird es natürlich auch besser mit Rang 3. Da gibt es dann wieder höhere Verbesserungen und natürlich auch Verbesserungen, die man braucht, um im Spiel weiterzukommen. Rang 4 ebenso, den habe ich mir jetzt noch gar nicht mal selber angeguckt. Da wird es dann so richtig interessant. Ich möchte es so halten, dass ich jetzt erstmal eine Art Einführungsvideo mache. Mit meinem Hauptcharakter allerdings. Und dass ich dann immer so stufenmäßig ein bisschen weiter hochgehe, die Mission versuche zu schaffen. Also das ist schon ein bisschen Let's Play-mäßig, wie ich das machen werde. Allerdings nur hin und wieder. Also es wird kein Let's Play werden, wo täglich oder alle 2 Tagen neue Folgen von kommen, sondern es wird, wenn, ein Let's Play werden, wo hin und wieder mal eine neue Folge von aufgenommen wird, weil zwischendurch extremst viel Farmerei in diesem Spiel vonnöten ist. Das heißt, wenn ihr jetzt das Spiel neu macht, seid ihr noch nicht ganz so weit wie ich jetzt mit diesem Charakter. Aber ja, es ist im Endeffekt nur eine Frage der Zeit. Das heißt, ihr müsst in Anführungszeichen nur spielen, um das Ganze zu erreichen. Normalerweise würdet ihr jetzt kurz einen Charakter erstellen. Es gibt nicht allzu viel, was man ändern kann. Deswegen sehen die jetzt alle so ein bisschen 0815-mäßig aus. Ich wähle jetzt mal meinen Charakter aus. So, dann gibt es hier entweder ein neues Schürfgebiet. Das ist, wenn ihr eine neue Sitzung eröffnen möchtet. Dann Schürfgebiet beitreten, wenn ihr beispielsweise bei jemand anderem beitreten möchtet. Da kann ich mal kurz reingehen, dann könnt ihr euch das ansehen. Hier ist dann normalerweise eine Liste, wenn ihr viele Freunde habt, die gerade am Spielen sind. Da könntet ihr dann theoretisch mitmischen. Dann gibt es noch den Außenposten, das ist quasi Sandbox, also dass ihr keinen Timer habt, an dem ihr euch halten müsst, sondern einfach nur spielen könnt. Euch um Sachen kümmern könnt. Soweit ich weiß, levelt ihr hier leider nicht drin. Also das könnte ich mal ausprobieren, aber ich denke nicht, dass ihr hier drin leveln werdet.
Wir möchten jetzt natürlich ein komplett neues Spiel starten, deswegen gehen wir auf ein neues Schürfgebiet. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen was freigeschaltet, also so viel habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Da gibt es jetzt die verschiedenen Sachen, die man sich angucken kann. Meistens sind es 6 Tage, 23 Stunden. So lange könnt ihr euch da drin befinden. Das hier ist jetzt etwas kleiner. Das dauert jetzt 3 Tage und 23 Stunden. Das heißt, die Mission, denke ich mal, wird dann auch entsprechend härter sein. Das hier links ist, glaube ich, die erste Mission. Genau, das ist die erste Mission, die man machen kann. Die ist Schwierigkeitsgrad einfach. Da bekommt ihr allerdings keine Belohnung. Deswegen mache ich die jetzt nicht mit euch. Wenn wir jetzt hier in der Mitte draufklicken, das ist auch eine, naja, relativ einfache Mission. Gerade wenn ihr das erste Mal spielt, ist natürlich nichts wirklich einfach. Da erhaltet ihr aber immerhin eine Belohnung von 100, wenn ihr das Ganze schafft. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal reingehen. Ich habe jetzt schon den kleinen Vorteil dadurch, dass ich schon was gelevelt habe. Ich habe ein spezielles Häutungsmesser dabei und eine spezielle Spitzhacke. Und ich habe mir einen verbesserten Anzug bereits erstellt. Ihr könnt dann hier auch immer auswählen, ob er das Ganze lokal spielen möchte sozusagen, also ohne dass jemand Zugriff darauf bekommt, oder ob ihr eine Liste von euren Freunden angezeigt werdet, weil dann können, wenn ihr zum Beispiel Hilfe habt, dann können die anderen auch bei euch reinkommen und dementsprechend helfen, weil es gibt Missionen, die sind so schwer, die kann man einfach nicht alleine bewältigen. Wenn ihr auf dem fremden Planeten ankommt, also ihr könnt mit C einmal umstellen, dass ihr euch selber seht, dann ist diese nervige Ego-Perspektive erstmal weg. Das so als kleiner Tipp am Rande. Und wenn ihr ankommt, dann solltet ihr auf jeden Fall ein paar Büsche, ein paar Stöcke bzw. Äste sammeln und auf jeden Fall auch gucken, dass ihr Steine findet. Und ihr solltet euch immer in Acht nehmen, weil nämlich direkt am Anfang meistens schon Wölfe bei euch im Gebiet spawnen, beziehungsweise ihr in dem Gebiet ankommt, wo die Wölfe sind. So, mit ihr kommt ihr ins Inventar. Da könnt ihr jetzt auf Herstellung gehen. Und da habt ihr normalerweise nur die Standardsachen frei. Da könnt ihr gucken, was ihr für eine Spitzhacke braucht. Die habe ich jetzt allerdings schon in verbesserter Form. Und was ihr für eine Steinaxt braucht. Ich brauche jetzt noch ein paar Steine. Ganz wichtig am Anfang sind die Spitzhacke, die Steinaxt, das Häutungsmesser, der Bogen und natürlich für den Bogen auch die Pfeile. Später sind noch wichtig die Fackel für nachts und das Lagerfeuer. Und ich höre schon wieder Wölfe. Normalerweise, wenn das passiert, sterbe ich kurz danach. Weil wenn ich Wolfsgeheul höre, wenn ich gerade erst hier reingekommen bin... Ach, das ist ein Hase, okay. Also mit Steuerung könnt ihr übrigens euch, ja, ducken, sag ich mal. Da werdet ihr etwas schlechter entdeckt. Mein Problem ist jetzt gerade nur, ich sehe hier... Ne, ich habe gar kein Problem. Also normalerweise müsst ihr etwas rumlaufen natürlich, um Steine zu finden. Damit ihr euch die Spitzhacke machen könnt. Mit der Spitzhacke könnt ihr wieder Steine abbauen. Ich hatte gerade einen Denkfehler, weil ich habe die ja schon dabei. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie gerade gedacht, ich hätte eine Axt dabei. Obwohl ich es ja gerade noch erklärt hatte. So, ganz wichtig. Einmal eine Steinaxt herstellen. Den Bogen sollte ich vielleicht mal als erstes herstellen. Dann ein Häutungsmesser. Ich vertausche die dann immer so, wie ich sie brauche. Und das war jetzt... Achso, das Häutungsmesser habe ich doch schon. Ich bin so ein Idiot. Ich höre da was, das ist gar nicht gut. Dann mache ich mir nebenbei noch Pfeile.
Oh, da hinten ist auch schon ein Wolf. Da können wir direkt mal gucken. Weil wir bekommen natürlich Leder unter anderem von den Tieren. Oh, bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Ich hoffe, dass jetzt nicht gerade das Rudel hier ist. Oh, das war so klar. Oh, okay. Das war ein kleiner Wolf. Nein, nicht tragen. Hallo. Leg den wieder ab. Moment, mit Q. So, wie seid ihr das nicht angenommen, dass ich das Häutungsmesser reingetan hatte? Ich wollte ihn eigentlich häuten. Dann könnt ihr nämlich alles nehmen und dann nochmal die Knochen zerstören. Da kriegt ihr nämlich auch noch was von. So, dann haben wir schon mal ein wenig Leder. Die Tiere geben immer was anderes, aber in der Regel Fell, rohes Fleisch und Knochen. Und hier oben haben wir jetzt auch ein bisschen Leder dazu bekommen. So, das ist schon mal gut. Das ist ein Hase, der hat mich allerdings gesehen. Also dieses rote Ausrufezeichen bedeutet immer, dass die Tiere einen gesehen haben. Okay, was ich jetzt nur dringendst empfehlen kann, dass ihr euch direkt von Anfang an darum kümmert, dass ihr euch zumindest schon mal ein kleines Häuschen macht. Es muss nicht riesig sein, aber es muss zumindest so groß sein, dass ihr Platz da drin habt und dass ihr entsprechend eure Sachen später auch aufbauen könnt. Es reicht wirklich erstmal so ein, ja, 2x2 Größe oder so, dass ihr so ein bisschen geschützt seid, wenn ein Sturm kommt oder ähnliches. So, die großen Bäume, wie man sieht, muss man dann erstmal klein machen und dann das Holz dazu entsprechend einsammeln. Ihr habt natürlich nicht von Anfang an alles freigeschaltet. Ich kann euch nur empfehlen, levelt nebenbei. Also wenn ihr Tiere tötet, dann gibt das ziemlich gut XP, gerade wenn man Wölfe tötet, habe ich festgestellt. Aber auch später, wenn ihr entsprechend andere Sachen freigeschaltet habt, dann bekommt ihr ziemlich gut XP, indem ihr einfach nur Böden oder Wände aus Holz herstellt. Das gibt ziemlich gut XP. Und das habe ich auch benutzt, um dann von Level, ich glaube, 9 oder so auf 13,5 zu leveln. So, ihr müsst... Ich habe gerade was gehört, aber das war anscheinend weiter weg. Schade. Weil das hörte sich nämlich nach einem Hirsch oder sowas an. Da hinten diese bläulichen Dinger, die man jetzt hinten links sehen kann, das ist euer Sauerstoff. Also den müsst ihr auf jeden Fall auch abbauen. Ja, und die Grafik, ihr seht es schon, das ist unheimlich krisselig irgendwie. Also ich habe auch verschiedene Sachen schon ausprobiert einzustellen. Es funktioniert einfach alles nicht. Da ist ein Wolf. Na komm schon. Komm, ich treffe den doch. Leute, ernsthaft jetzt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Normalerweise, wenn man mit dem Messer ein paar Mal zuhaut, ist der Wolf kaputt. Und der sitzt jetzt hier auch noch voll arrogant an meiner Leiche. Ja, das ist immer sehr nervig, dass man dann warten muss, bis man wiederbelebt wird. So, normalerweise sind die Gegner dann allerdings weg. Ich habe es auch schon gehabt, dass sie nicht weg waren. Ja, nimmst du das mal an. Das Einzige, was ich an diesem Spiel so überhaupt gar nicht verstehe, ich mache mal hier mal eine Markierung hin, weil ihr bekommt dann nämlich da ein Grabsteinsymbol, wo ihr gestorben seid. Und dementsprechend könnt ihr dann den Punkt wiederfinden, wo ihr gestorben seid, und da könnt ihr eure Sachen dann wiederholen. Also das ist
Ja, streng genommen, wir haben es schon alle verglichen mit Minecraft, nur in etwas mehr Realgrafik. Moment, wo ist jetzt der Punkt da? Übrigens, wenn ihr stirbt, dann werden alle eure Ressourcen auch wieder hochgesetzt. Guckt nochmal eben, ob der Wolf vielleicht noch in der Nähe ist, weil das hatte ich leider auch schon mal. Normalerweise liegt er nicht mehr auf der Leiche, aber er kann sich immer noch in der Nähe befinden. Was war das gerade? Okay, es war anscheinend nicht der Wolf. Ja, dann habt ihr aber zumindest mal gesehen, wie das dann aussieht, beziehungsweise was dann passiert, wenn ihr stirbt. Was natürlich sehr, sehr, sehr nervig ist, wenn ihr sterben solltet, wenn ihr gerade auf irgendeiner Mission seid oder so. Ich höre hier irgendwie immer irgendwelche Geräusche. Ich weiß auch nicht. So, nehmen wir den Kaffee auch mal direkt mit. Ist natürlich lebenswichtig. Nein, was sehr, sehr nervig ist, wenn ihr auf irgendeiner Mission seid. Ihr könnt zwar ein Bett herstellen mit einem Spawnpunkt, den ihr da drin macht. Den dürft ihr natürlich nicht vergessen zu setzen, weil ansonsten habt ihr das Problem, dass ihr trotzdem einfach random im Anfangsgebiet spawnt. Wie gesagt, ganz wichtig hier, das Oxid mitzunehmen. Das ist nämlich euer Sauerstoff. Am Anfang werdet ihr viel, viel davon verballern. Sinnlos. Anders kann man es nicht sagen. Später solltet ihr auf jeden Fall dringend darauf leveln, dass ihr. Na komm, die Bären nehmen wir auch noch eben mit. Dass ihr euch was baut, wodurch ihr das sinnvoll nutzen könnt. Also dann nehmt ihr nicht den Stein, den rohen Stein sozusagen, wodurch ihr dann Sauerstoff bekommt, sondern ihr gebt dann ein paar Steine in das Gerät rein und kommt dann viel länger auch mit dem Sauerstoff aus. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch, gerade bei längeren Missionen. So, dann schauen wir mal. Wie ja bereits erwähnt, ist das. Oh. Ist der denn jetzt gefallen, bitte? Besteht das ganze Spiel letztendlich aus einer langen, langen, langen Reihe. Das ist nur ein Hase, ne? Aber ich weiß nicht, warum der. Achso, warum bin ich jetzt hier eigentlich immer noch am Hauen, wenn ich den Hasen am Beobachten bin? Ich weiß aber nicht, warum der jetzt abgehauen ist, ob da hinten jetzt schon wieder Wölfe kommen. Weil hier im Anfangsgebiet ist das immer. Also ich habe festgestellt, dass sie so mehr immer in den gleichen Gebieten sind. Also wenn man einmal weiß, wo sie sind, dann kann man sich so ein bisschen drauf einstellen. Ich höre hier überall was knacken. Das ist gar nicht gut. Aber meistens ist es wirklich so, dass sie einen kalt erwischen. Wenn man sie jetzt nicht gerade zufällig schon von weiter Ferne aus kommen sieht. So, wir lassen das jetzt erstmal eben liegen. Und schauen wir mal, wo mache ich denn jetzt hier meine Base hin? Ich würde sagen, so ein bisschen hier mittig. So, dann gehe ich wieder auf I und auf Herstellen. Und ich habe es jetzt schon freigeschaltet, dass man Holzboden, Holzwand und hier Holzbalken zur Unterstützung machen kann. Das könnt ihr alles hier im Technikbau machen. Und zwar, indem ihr so ein bisschen nach rechts rüber geht. Stroh und so weiter solltet ihr einfach außer Acht lassen. Die Holzsachen sind allerdings zumindest für den Anfang doch sehr wichtig. Jetzt ist die Frage, so 6 Stück sollte ich schon machen. Was ich überhaupt nicht verstehe, hier oben seht ihr jetzt mein Level. Wenn ich hier rausgehe, ist das aber alles wieder rot. Und es ist auch wirklich in der Tat so, dass ich das Ganze verliere. Also das ist eine Sache, die ich in dem Spiel noch so überhaupt nicht verstanden habe. Warum das so ist. Ob das einfach nur ist, um andere zu ärgern oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. So, dann sollten wir auf jeden Fall auch Stützbalken machen. Ich mache schon mal 6 Stück. Die ziehen wir dann auch hier rein. Ja, gucken, einmal links. So. Zack.
Und dann können wir hier weiterbauen. Weil das Problem ist, wenn ihr diese Stützbalken nicht immer wieder zwischendurch macht, dann kracht irgendwann dieses ganze Gebilde zusammen. Und ihr müsst deswegen auch immer ein bisschen darauf achten, wenn ihr angegriffen werdet oder wenn ein Sturm ist oder ähnliches, dass ihr definitiv immer wieder die Sachen auch repariert. Oh, oh. Eingehender Sturm, das ist zum Beispiel sehr schlecht. Gerade, weil wir ja gerade erst angefangen haben. Hier will er jetzt nicht so richtig einrasten. Ich weiß nicht, warum. Okay. Dann. Werde ich. Okay, 10 kriegen wir nicht mehr hin. Werden wir erstmal 8 herstellen. Und ihr merkt schon, wie der. Oh, da hinten. Moment. Da hinten hat mich zwar gerade was irritiert, was mich entdeckt hat. Aber trotz Sturm, ich brauche natürlich auch was zu essen. Da ist es natürlich sehr wichtig, dass man entsprechend auch alles mitnimmt, was man hier findet. Leider sind auch oft die Wölfe da, wenn man hier irgendwo Wild hat, was man erledigen kann. So, meine Knochen möchte ich auch mitnehmen. So, und jetzt schnell wieder zurück. Wir können leider, also es ist noch ein normaler Sturm. Das ist der große Vorteil jetzt daran, dass da jetzt noch nicht allzu viel passiert. So, die Wände. Wir bauen hier am besten was. Zack. Und da, die Frage ist, reicht das schon von der Größe her? Oder baue ich noch eins nach drüben? Wenn man hier hingeht und ich glaube, es war F drückt. Ah ne, R gedrückt hält. Genau, das war das. Dann kann man hier nämlich auswählen, was man für eine Wand haben möchte. Und dann kann man hier den Rahmen nehmen. Achso, ich dachte gerade, das wäre ein Wolf, der hier so komisch atmet. Dann kann man hier den Rahmen nehmen und entsprechend vorbereiten, damit man eine Tür herstellen kann. Hier, eine einfache Holztür, die craften wir uns dann auch. Für... Achso, muss ich noch rüberziehen. Für die Truhe hat es jetzt im Moment noch nicht gereicht. Ist aber nicht schlimm. So, erstmal die Tür rein. Die ganze Zeit irgendwas. Ich weiß auch nicht. Ich bin ja gerade total paranoid. Wir haben jetzt aber noch nicht genug Holz. Obwohl doch ein bisschen Boden können wir noch machen. Okay, nicht allzu viel. Dann machen wir erstmal nur noch einen mehr. Damit wir hier noch ein bisschen verlängern können. Also ich persönlich, ich baue ja lieber so, dass es ein Hase, okay. Ich dachte gerade schon. Das müsst ihr übrigens wieder umstellen. Wenn ihr das einmal umgestellt habt, dass es dann auch wirklich wieder eine Wand ist. So, was ich eigentlich sagen wollte, ich persönlich baue nämlich immer lieber so, dass ich etwas größer baue. So, dass ich dann auch alles direkt von Anfang an reinstellen kann. Durch den Sturm habt ihr übrigens... Ich glaube, das war jetzt nur, dass ich so schwer atme. Ich muss immer ein bisschen aufpassen wegen den Wölfen. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich zwischendurch auf einmal aufhöre zu sprechen. Durch den Sturm habt ihr ja heftige Einschränkungen, was die Bewegung betrifft. Wobei man sieht, dass der Sturm ja eh bald vorbei ist. Es fängt auch relativ harmlos an. Also im Moment ist es so, dass die Bewegungsfreiheit etwas eingeschränkt ist. Dass ihr eben langsamer euch nur bewegen könnt. Oh oh. Ich hab doch gerade einen Wolfknochen, ne? Mag sein, dass ich etwas paranoid geworden bin, aber wie ihr eben schon an der Szene gesehen habt, ja, ist das manchmal auch nicht schlecht.
weil man nicht immer überrascht werden muss. Und vor allen Dingen ohne das Messer, warum auch immer das jetzt eben so wenig Schaden gemacht hat. Ich habe nämlich extra auf 3 gedrückt, um es auszurüsten. Und bei 3 ist das Messer. Ja, ich werde ein bisschen paranoid, wenn ich... Paranoid. Ja, nee, ist klar. Oh, Moment, da unten ist noch... etwas Essbares. Hoffentlich ohne Wolf in der Nähe. Aber wieder weg. Jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Na toll. Okay. Also, brauchen wir da eigentlich auch Steine für, um das herzustellen? Ich glaube, ja. Ne, das ist nur Holz. Holz und Fasern. Wie viel haben wir maximal? Ja, so viel werden wir nicht brauchen. Machen wir erstmal noch 6 dazu. Theoretisch könnten wir auch, sonst wäre das, glaube ich, ausgegangen, auch schon mal eine Truhe reinsetzen. Was ich auf jeden Fall auch brauchen werde, ist ein Reparaturhammer. Und später noch eine Fackel. Fürs Lagerfeuer brauche ich wieder Steine. Okay, dann nehmen wir dafür ein paar Steine. Und jetzt kommt das gerade rum. Das ist aber jetzt ein Reh, glaube ich. Das ist jetzt nicht mehr der Hirsch. Oder hatte ich eben ein Reh gesehen? Ich weiß es nicht. So. Ja, und was auch sehr nervig ist, dass man immer wieder die Ausdauer verbraucht. Ah, ja, genau. Es war so klar. Na gut. Ich war jetzt ein bisschen panisch, weil ich ja entdeckt würde. Was dann natürlich auch passiert ist. So. Platten. Machen wir hier nochmal eine hin. Müssen wir allerdings auch wieder stabilisieren. Ganz wichtig. Dann gucken wir mal, dass wir hier erstmal reingehen. So. Und was natürlich immer auch wichtig ist, dass wir ein Dach oben drauf bauen. Da könnt ihr einfach die Bodenplatten für nehmen, die ihr schon hergestellt habt. Dann machen wir hier noch eine Wand hin. Da haben wir schon eine Wand. Okay, was war das jetzt? Ach, das ist das Reh, okay. So, weiter sind wir jetzt hier noch nicht gekommen. Wir haben aber zumindest schon mal... das ist jetzt ein bisschen blöd, dann mache ich das dahin. Wir haben aber zumindest schon mal eine Truhe. Die stelle ich... Muss ich mal gucken. Weil das Problem ist, wenn man angegriffen wird, kommen die nämlich gerne auch mal durch die Tür durch. Dementsprechend möchte ich das Ganze nicht zu nah machen. Oh, oh nein, ja, nein, es geht. Da ist schon wieder los. Ich will es nicht drehen. Das Problem ist, man kommt so schnell an die Maus ran. Und das wird dann automatisch gedreht. So, den Vorrat machen wir hier schon mal rein. Wir müssen auf jeden Fall, das kann ich aber glaube ich, doch, kann ich doch. Hatte ich mir eben eins gemacht? Nein, hatte ich noch nicht. Ich kann, dafür brauche ich noch 40 Steine. Ja, sonst holen wir noch die Steine. Weil dann kann ich auch direkt das gute große Lagerfeuer machen. Na, okay. Hätte ja klappen können. Gut, dann gehen wir erstmal auf die 100 Steine noch. Ich habe ja gesagt, es ist sehr, sehr viel Farmerei dabei. Warum laufen hier die Rehe gerade weg? Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt von hinten überrascht werde von irgendeinem Wolf oder so. Das ist auch manchmal ein bisschen buggy, dass er dann die ganze Zeit hier mit dem Bogen im Anschlag rumläuft. Das ist irgendwie etwas seltsam. So, dann
stellen wir uns direkt das Bessere her. Ihr könnt natürlich am Anfang nur das Lagerfeuer machen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil das kostet im Vergleich auch nicht so viel. Ich mache mir aber direkt schon mal die gute Feuerstelle rein. Ich habe lange und sehr, sehr hart darauf hingearbeitet, dass ich das hinstellen kann. Also mache ich das natürlich auch. So, ich würde sagen, jetzt ist schon wieder einer hier kreuz und quer am Laufen. Das ist irgendwie nicht gut. Okay, ihr braucht... Oh, ich habe gar nicht so viel. Ihr braucht Holz oder irgendwas anderes, was hier unten drin steht. Kohle, Erz, Fasern oder Stöcke könnt ihr noch hier unten reintun, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Eure Ware... Ware nicht. Euer Fleisch, was ihr im Inventar habt, das wird sehr, sehr schnell schlecht. Dann kommt hier verdorbenes Fleisch raus. Das könnt ihr allerdings später auch noch benutzen. Das schmeiße ich jetzt mal einfach so da rein. Ja, und da muss man erstmal warten, bis das Ganze durch ist. Ich werde mal gucken, aber... Ach nee, ich habe ja gar kein... was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ja gar kein Holz. Also gehen wir jetzt in der Zwischenzeit mal eben noch Holz besorgen. Was auch wieder 3 Jahre dauert. Aber ihr seht schon oben links, da wo meine Punkte stehen, dass es... Naja, relativ schnell will ich jetzt nicht sagen, weil so schnell geht es leider nicht. Aber dass ihr ziemlich gut, wenn ihr Tiere jagt, speziell Wölfe eben, oder wenn ihr ja Böden macht, Wände macht, das ist zumindest die beiden haben die gleiche XP-Anzahl, dass ihr doch relativ schnell damit hochleveln könnt. Also ich war ja jetzt ganz unten, nachdem der Wolf mich getroffen hatte. Nicht nachdem er mich getroffen hat, sondern nachdem er mich getötet hat natürlich. Das ist übrigens was, was ich in dem Spiel überhaupt nicht verstehe und auch absolut nicht gutheißen kann, dass man seine Erfahrungspunkte verliert. Also ich kenne es aus keinem einzigen Spiel, was ich bisher gespielt habe, dass man seine Erfahrungspunkte wieder verliert, indem man stirbt. Also das ist ja der letzte Schwachsinn, den ich jemals mitbekommen habe. Ansonsten muss ich aber sagen, finde ich das Spiel gar nicht so schlecht. Es ist, naja, größtenteils sehr langweilig, weil man halt immer die gleichen Sachen machen muss. Man hat auch keinen Fortschritt. Also es ist ja ähnlich aufgebaut wie beispielsweise auch in Kunden oder in ähnlichen Spielen. Da hat man halt diesen Fortschritt, weil man in eine Welt reinkommt. Also es sei denn natürlich, dass man nochmal neu startet mit der Welt, dann hat man den Fortschritt nicht mehr. Aber man kommt in eine Welt rein und kann halt eben diese Welt komplett ausnutzen, komplett durchspielen und in dieser Welt dann dementsprechend auch sehr, sehr gut leveln. Was ist denn hier, dass ich hier die ganze Zeit geschoben werde? Ich hoffe, mir kommt jetzt hier kein Wolf entgegen. Sollte man übrigens auch immer mitnehmen. Da war ein Hase. Mist. Kriege ich den so mit einem Schuss hin? Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Okay. Macht nichts. Ich muss auf jeden Fall dringend zum Wasser. War jetzt auch nur ein Versuch. So, jetzt haben wir nämlich das, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Ich setze das mal auf 0. Dann müsst ihr das entsprechend auswählen und mit der linken Maustaste benutzen, weil so verbraucht ihr Unmengen an diesen Steinen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube aber, dass ich dafür die Werkbank... Nee, ich brauche keine Werkbank. Ich kann es sogar herstellen. Oh, das ist sehr, sehr geil. Ich kann auch die Werkbank theoretisch herstellen. Wobei ich wahrscheinlich neue Steine dann wieder machen müsste, aber das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, das könnt ihr natürlich am Anfang noch nicht. Da müsst ihr erstmal hinleveln. Aber es geht eigentlich. Also wenn es einigermaßen gut läuft, dann kommt ihr da noch relativ schnell hin. Wenn ihr wisst natürlich, was ihr leveln müsst. Und das Essen sollte auch gleich durch sein. Hm, es ist schon durch. Okay. Perfekt. Dann können wir nämlich auch direkt mal was essen. Ne, das sind Rehe, die jetzt da hinten rumlaufen. Die laufen immer nur dann hinten rum, wenn ich nicht mehr da bin. Ich weiß nicht.
Okay, dann, wenn wir auf jeden Fall die Werkbank brauchen wir zwar auch dringend, aber wir werden erstmal diesen Oxidator herstellen. Oh, und können sogar die Werkbank auch noch parallel dazu herstellen. Das ist perfekt. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Oh, oh. Das ging jetzt schnell. Aber ich glaube, er hat jetzt. Moment. Ja, er hat mein Holz ein bisschen beschädigt. Das war natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Hinten ist auch noch was. Moment, ist das noch ein Wolf? Das würde ich gerne wissen. Das hört sich nicht nach Wolf an. Nee, es ist auch kein Wolf. Okay. Gut. So, wir haben jetzt schon Abend. Das heißt für mich, dass ich noch ein bisschen schneller machen muss, weil brauche ich da noch irgendwas für? Natürlich. Ich brauche noch mehr Fell. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich brauche nämlich dringend einen Schlafsack, sonst ist es oh, wahnsinnig ätzend, wenn man die Nacht nicht überspringen kann. Oh, sag mir bitte. Es ist wieder dieser Hase, der ist natürlich unheimlich schlecht zu kriegen. Oh, da ist ein Wolf. Den ich jetzt natürlich im Dunkeln unheimlich schlecht sehen kann. Vor allen Dingen Level 16er Wolf. Auch nicht unbedingt das, was ich möchte. Ah, perfekt. Aber es hat geklappt. Mega geil. Okay, jetzt sag mir bitte, dass ich genau das brauche, um noch einen Schlafsack herzustellen. So. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, ist übrigens auch eine sehr, sehr schöne Umgebung, wenn man sich das mal so anguckt. Darf jetzt großer Hirsch. Ja, es ist mir jetzt. Eigentlich wäre es wichtig, aber jetzt ist es mir ehrlich gesagt gerade egal. Ich will jetzt erstmal hier rein und den Schlafsack hinlegen. So. Den lege ich jetzt. Ja, wo lege ich den hin? Keine Ahnung. Am besten hier in der Nähe vom Lagerfeuer, würde ich sagen. Mal so querbeet rein. Zack. So, dazu, das ist ein bisschen doof gemacht, finde ich. Müsst ihr das Lagerfeuer aktivieren? Und wieso kann ich keinen Spawnpunkt machen? Wahrscheinlich, weil ich als einziger. Das Bett erfordert mehr Schutz. Och, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wollt ihr mich veräppeln? Das ist echt nicht euer Ernst jetzt hier. Dann machen wir das hier mal komplett. So. Gucken, ob ich das dann hier so hinkriege. In der kurzen. Ach so, ich muss da drüber ja auch noch bauen. Oh, ach nee. Das heißt, diese Nacht werde ich dann vergessen können. Na toll. So. Und da sind sie schon wieder unterwegs. Habe ich noch zum Abschluss. Okay, dann habe ich das zumindest schon mal zu, aber ich kann natürlich immer noch nicht. Ich muss jetzt für das draußen noch machen. Dafür habe ich natürlich jetzt definitiv zu wenig, was ziemlich nervig ist. Also die erste Nacht habe ich ja schon gesagt, die wird wahrscheinlich sehr ätzend werden. So, wenn ich das schon mal anhabe, mache ich das Holz hier auch direkt rein. Dann kann ich das nebenbei schon mal machen. So, wo mache ich das jetzt am besten hin? Da hinten möchte ich gern die Lagersachen haben. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an hier. Das heißt, ich stelle hier diesen Oxy-Dings rein. So, das ist, wenn ihr das markiert hier unten, das, da könnt ihr dann entsprechend automatisch dieses Oxid reinmachen. Und wenn ihr hier oben einmal draufklickt, zack, habt ihr dann ein ganzes Stück wieder von eurem.
von eurem Sauerstoff. Achso, ich dachte gerade, es wird jetzt hier so dunkel. Habt ihr wieder ein ganzes Stück von eurem Sauerstoff hergestellt? So, achso, die Werkbank hatte ich schon reingetan. Die kann ich jetzt noch daneben bauen. Es ist jetzt natürlich mega dunkel. Ich sehe jetzt hier überhaupt nichts. Das ist jetzt wieder der große Nachteil. Na, wahrscheinlich wird es jetzt ein bisschen schief sein. Ist das jetzt euer Ernst? Ich habe extra nicht die Maus bewegt in dem Moment. Dann ich mit meinem Perfektionismus. Das ist immer sehr nervig. An der Werkbank, wenn ihr das freigeschaltet habt, könnt ihr euch einen Trinkschlauch zum Beispiel holen. Dann müsst ihr nicht ständig zum Wasser laufen. Leider leckt der ein wenig. Das heißt, da geht immer ein bisschen Wasser raus. Und ihr könnt euch eine Sauerstoffblase machen. Die könnt ihr allerdings nur benutzen, wenn ihr hier dieses Gerät baut. Da habe ich aber eigentlich auch genug für. Obwohl, wenn ich da 30 Leder wegmache, ich kann nur eins von beiden herstellen. Na gut, Sauerstoff habe ich zur Not erstmal. Also ich werde erstmal den Trinkschlauch machen. Was? Ist nicht geschützt, deswegen kann ich es nicht benutzen. Ist das jetzt euer Ernst? Oh, das ist sowas von nervig. Haben wir denn unser... Ja, das haben wir schon durch. Das heißt, es ist jetzt alles dunkel. Das heißt, ich werde schauen, dass ich ein bisschen dumm rumstehe jetzt hier, bis die Nacht vorbei ist. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Ja, das Folgende muss ich euch dann doch mal eben zeigen, weil es ist gerade ein Sturm aufgekommen. Und... Ah, hier ist es. Der macht mir hier gerade alles so ein bisschen kaputt. Das solltet ihr natürlich auch wissen, dass das, Mist ist. Ich kann nur eins machen. Uiuiui. Dann mache ich das zumindest hier mal so ein bisschen drüber. Weil gerade wenn so Stürme sind, muss man dann noch sehr darauf achten, dass man auch sein Haus ein bisschen, ja, nicht unter Kontrolle hat, aber... im Auge hat, dass hier nichts kaputt geht. Ich musste also gerade mal raus. Oh, ich muss hier auch dringend mal eben Sauerstoff nehmen. Ich musste auch gerade mal raus, um etwas Wasser zu holen. Dementsprechend habe ich jetzt auch wieder ein bisschen Holz. Dummerweise fehlt mir anscheinend irgendwas anderes. Also Fasern habe ich zwar auch gesammelt, aber... Na gut, Steine habe ich nicht allzu viel. Wahrscheinlich sind es die Steine. Nee. Ach, er hat es nur einfach nicht angenommen, dass ich da drauf geklickt habe. Okay. Dann stellen wir mal eben ganz schnell noch was her. Und versuchen, das Haus ein wenig abzudichten. Mit anderen Worten zu schließen. Hier. Doch, da kann ich noch was reinmachen. Okay. Gut. Ich habe jetzt doch ein bisschen Holz, haben wir ja noch. Also können wir das Ganze jetzt auch aktivieren, damit wir jetzt hier ein bisschen mehr sehen. Ja, jetzt ist der Sturm natürlich gerade vorbei. Also nicht ganz so dramatisch. Aber wir haben jetzt, wie wir sehen, das Haus komplett zu. Das heißt, jegliche zusätzliche Stürme, die kommen, ja, können wir hinter uns lassen. Wir haben irgendwo... Ach nee, den Schlafsack haben wir ja schon hier hingelegt. Oh! Oh, jetzt weiß ich, wo der Sturm hingegangen ist. Der hat meinen Schlafsack zerstört. Das ist natürlich richtig, richtig Mist, weil wir haben jetzt nicht mehr genug Fell, um nochmal einen neuen herstellen zu können. Ja, das heißt mit anderen Worten, nichts funktioniert heute, wie es eigentlich soll. Oh Mann, das ist gemein. So, dafür können wir jetzt allerdings eine Station für Oxid herstellen. Das ist sehr schön. Textilwerkstatt brauchen wir später erst. Häutungswerkstatt wäre natürlich auch nicht schlecht, weil wir dann nämlich die Tiere hier hintragen können und dementsprechend mehr Leder und so weiter rausbekommen. Die Frage ist jetzt... Ach, da brauchen wir auch Leder für. Oh, okay. Wie viel, beziehungsweise... Ja, 10 brauchen wir. Auf jeden Fall 10 und Fell brauchen wir auf jeden Fall noch fürs Bett, weil das ist für mich jetzt definitiv das Wichtigste. Das heißt, wir bräuchten 30
54. Na, ganz knapp darunter. Wir brauchen allerdings auch noch Leder, um das hier herzustellen. Moment, aber einen Trinkschlauch. Nee, ich hatte mir gar keinen Trinkschlauch gemacht. Warum, weiß ich jetzt gar nicht. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte mir einen gemacht. Dann machen wir das auf jeden Fall erstmal als erstes, weil das ja doch einer der wichtigsten Sachen mitunter ist. Essen und Trinken dann dementsprechend auf Vorrat. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir noch Steine zusammenbekommen, um ein Regenauffangbecken zu machen. Dann brauchen wir nicht dauernd bis zum Wasser runterzulaufen. Dafür muss ich mir dann nochmal 8 Leder reservieren. Das heißt, ich habe jetzt die Wahl zwischen der Häutungsbank und dem Oxid, was natürlich blöd ist. Aber gut, dann nehmen wir erstmal die Häutungsbank, würde ich sagen. Das war die Textilienbank. Warten wir hier erstmal drauf. Es kann sich nur um Stunden handeln. Okay. Das ist übrigens, habe ich mir eben noch offline hergestellt. Achso, der ist jetzt hier drin. Ein Feuerfächer. Das heißt, wenn es anfangen sollte zu brennen, dann können wir damit ein wenig löschen. Ich hoffe, wir haben jetzt hier überhaupt noch Platz genug, dass wir das jetzt so machen können. Zack. So, wie man jetzt hier sieht, wenn ich es jetzt anklicke, da könnte man jetzt ein Tier reinmachen, also hier in den Container reinziehen beispielsweise. Und hier oben kann man dann auswählen, was das für Tiere sind. Die muss man einmal anklicken, also es leuchtet dann auf, zum Beispiel ein Wolf. Der leuchtet dann auf, dann klickt man hier einmal drauf auf Herstellen und dann kriegt man hier rechts die Sachen, die aus dem Wolf rauskommen. Die kann man dann entsprechend mit alles mitnehmen, direkt ins Inventar reintun. So, jetzt haben wir schon fast wieder Morgen. Dementsprechend ist es jetzt nicht so schlimm. Ich mache mal den Fächer hier für alle Fälle unten rein. Es ist allerdings noch ziemlich dunkel, muss ich sagen. Aber gut. Es wird gleich auch wieder heller, auch wenn man jetzt gerade im Moment noch nicht allzu viel davon merkt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal Richtung Wasser. Was ich jetzt zumindest sehen kann. Vorhin konnte ich es nicht wirklich sehen, als ich im Dunkeln durchgelaufen bin. Steine brauche ich auf jeden Fall auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin allerdings schon ziemlich voll. Also ich hätte eigentlich das Holz noch rauslegen sollen. Ich bin auch ein bisschen doof gewesen. So. Wenn wir einmal trinken, haben wir auch direkt den Schlauch damit gefüllt. Das heißt, das funktioniert quasi alles automatisch. Was haben wir hier? Ach, das war Hefe. So, und jetzt seht ihr schon, vielleicht ist es auch nur die Richtung, in die ich gucke, aber dass es jetzt hier definitiv schon was heller wird. Ich sollte aber dringend, auch wenn ich hier mal durchkommen würde, sollte aber definitiv dringend das Feuer mal ausmachen. Das tut zwar nichts, aber das verbraucht natürlich unser schönes Holz. Ich lege da nochmal einen Stapel rein. Wenn ich jetzt eh schon mal hier bin, lege ich auch nochmal Holzstapel hier rein. Ach so, da haben wir jetzt das Essen. Das vergammelt natürlich jetzt auch, wenn ich das nicht mache. Dementsprechend. So. Es ist natürlich nicht so viel Platz hier drin. Da muss man immer mit auskommen. Ist hier gerade was bewegt? Das sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus. So, Steine brauchen wir auf jeden Fall. Die Beeren lasse ich erstmal noch hier drin. Damit sich kein Tier hier drin verirrt, machen wir das natürlich auch zu. So, Oxid sollte ich aber auch gleich nochmal ein bisschen farmen gehen. Ja, die erste Folge, wie ihr seht, wird ziemlich lang. Ich denke mal, dass die anderen Folgen auch länger werden, also vielleicht so rum eine Stunde ungefähr. Ich weiß auch, dass das nicht die übliche Zeit ist, die man normalerweise auf YouTube hat, beziehungsweise macht, um irgendwelche Videos hochzuladen, weil man da doch auch Ausdauer für braucht, das Ganze anzugucken. Aber ich gehe mal davon aus, wenn man wirklich so ein Spiel angucken möchte. Ich will hier mal irgendwas tappeln. Ich brauche dringend Leder.
wenn man sich so ein, ja, Let's Play, sage ich jetzt mal, kurz Let's Play, wie auch immer, angucken möchte, dann braucht man auch Ausdauer, weil es ist nun mal, ja, sehr langwierig, das Ganze zu spielen und dementsprechend natürlich auch die Aufnahme. Sicher werde ich in Zukunft einiges mehr... Oh, da hinten. Aber der ist, wenn ich da bin, ist der bestimmt wieder weg. So wie ich mein Glück kenne. Sicher werde ich auch einiges einfach nur zusammenschneiden. Aber gerade in der ersten Folge sollt ihr natürlich auch vieles mitbekommen, wie das dann abgelaufen ist bei mir. Aus den Situationen, wie zum Beispiel meinem Tod vorhin. Da kommen dann ja auch wieder ganz andere Sachen raus, die man vielleicht sonst vergessen hätte, mal zu erwähnen. Deswegen ist das immer ganz gut, wenn man das Ganze nicht direkt cuttet. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt sind. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. So, ganz wichtig. Schwefel brauchen wir nämlich später definitiv auch. Beziehungsweise... Ne, das war ich jetzt, die hier am Rumstöhnen ist wahrscheinlich. Beziehungsweise, ich brauche es für das Gerät, was ich jetzt bauen möchte. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Mist, den hört man dann immer von so weit weg. Dann denke ich immer... Dann denke ich immer, super, da ist jetzt einer direkt bei mir in der Nähe. Und da ist dann doch keiner. Wie gesagt, ich brauche dringend Leder, um weiterzumachen. Das heißt, wenn es ein bisschen heller ist, werde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal ein bisschen auf die Jagd gehen. Vorausgesetzt, es wird nicht auf mich Jagd gemacht. Na gut, der Jäger wird zum Gejagten, ne? So war es doch. Okay, was halt wichtig ist dann auch, wenn man solche Quellen sieht, die dann auch abbauen... Oh, ich bin schon wieder überlastet. Aber zum Glück auch noch in der Nähe vom Haus. Die dann abbauen, weil ich festgestellt habe, dass die sehr lange brauchen, aber auch respawnen. Für solche Aktionen am besten auch immer das Messer oder ähnliches in die Hand nehmen. Falls man, wenn man sich nicht bewegen kann, von hinten vom Wolf überrascht wird oder so. Ich habe schon alles erlebt, deswegen... Ja. Ach, und der nächste Sturm kommt. Es, obwohl Regenschauer. Mal eben schauen. Nein. Achso, doch, da. Regenauffangbecken. Da mache ich das jetzt mal als erstes. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Aber das ist sehr, sehr wichtig für mich. Also, was heißt wichtig? Wichtig ist natürlich immer relativ. Aber für mich persönlich ist es wichtig, weil ich nicht ständig nach unten laufen möchte. So, und der jetzt den Regen auffängt. Oh, eben zu, damit ich nicht von hinten überrascht werde. So, was brauchen wir jetzt noch? Den möchte ich auf jeden Fall machen. Das heißt, da brauche ich auch noch Leder für. Und da brauche ich Leder für. Das heißt, 50, boah, weit über 50 brauche ich definitiv. Die Häutungsbank habe ich ja. Okay, jetzt habe ich fast vergessen, dass ich da noch Fleisch drin hatte. Hallo, du sollst eigentlich deaktivieren. So. Wir können zum Beispiel auch noch Fackeln herstellen. Bodenfackeln, wo habe ich die denn? Hier. Ja, ich würde sagen... Das wäre ganz gut. Die brauchen natürlich auch Brennstoff. Das ist dann der große Nachteil davon. Aber gerade wenn es abends dunkel wird und man vielleicht auch gerade in der Nähe am Arbeiten ist, ist das gar nicht so schlecht. So, das war die Werkbank. So, mal schauen. Also wir können jetzt hier rangehen und zack, sind wir nämlich wieder aufgeladen. Wenn wir jetzt auf den Trinkschlauch gehen und einmal draufdrücken,
sind wir auch wieder aufgeladen. Also das ist das Gute bei der ganzen Sache. Da hinten ist ein Hase, ich dachte gerade schon. Ich sollte hier aber noch mal ein bisschen auffüllen. So, wie viel habe ich da drin? Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Dann lege ich da ein bisschen was von weg. Vor allen Dingen den Schwefel brauche ich natürlich jetzt nicht. Also auf jeden Fall nicht, wenn ich hier rumlaufe. So. Ich darf mich nicht zu weit entfernen aufgrund von dem Sturm, der jetzt gerade aufkommt. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen farmen. Ich habe mir da übrigens eben einen Punkt reingemacht, als ich noch einen Punkt bekommen hatte. Dass ich etwas mehr Holz bekomme. Jetzt muss ich da gleich mal drauf achten. 12 kommen dazu. Na, ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das jetzt so viel mehr ist. Ich glaube, vorher waren es auch 10. Das ist das Problem, wenn man vorher nicht drauf achtet. Bevor man sowas reintut, kann man es jetzt auch schlecht vergleichen. Ich denke mal, ich kann trotzdem weiterarbeiten. Das ist immer so ein bisschen Abwägungssache. Es ist stürmisch, aber man sieht oben rechts, da steht jetzt nur Regenschauer. Da steht jetzt nichts mit richtigen Sturm. Und man sieht auch, dass die Sonne wieder kommt. Also sprich, dass es wohl nicht allzu lange dauert, bis das Ganze wieder vorbei ist. Dementsprechend kann ich jetzt hier, denke ich mal, normal weiterarbeiten. Ich weiß, wir haben nichts von unserer Quest bisher gemacht. Das seht ihr ja links, dass wir eigentlich zu so Stellen gehen sollen, wo was gescannt werden soll. Das sind, glaube ich, 3 Stellen insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere. Da muss man dann hingehen, muss die scannen in dem Moment. Das ist also nicht schwer, da drückt man letztendlich nur E. Beziehungsweise, ich glaube, vorher muss man, genau, Collect Radar, muss man erstmal den Radar holen. Den muss man dann aufstellen. Wobei es könnte sein, dass das hier 2 Stellen nur waren, keine 3 Stellen. Dieses schwere Atmen macht mich immer noch bekloppt. Ich denke immer, das ist ein Wolf. Und wenn ihr das macht, dann dürft ihr euch nicht erschrecken, weil dann nämlich auf einmal Tiere kommen. Die werden euch angreifen. Ich glaube, es waren am Anfang Wölfe bei einer Stelle und bei einer Stelle. Nee, ich glaube, es waren nur Wölfe. Ich bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass irgendwo noch Bären dabei waren. Aber ich weiß es nicht mal hundertprozentig. Das ist meines Wissens nach wohl immer gleich, was dann kommt. Also immer, wenn ihr immer die gleiche Mission sozusagen macht, dann bekommt ihr auch immer die gleichen Gegner. Das hat sich jetzt gerade wieder wie ein Knurren angehört. Aber wie gesagt, ich bin etwas paranoid, denke ich mal. Es war jetzt ein bisschen blöd, dass das Ding jetzt hier direkt daneben gefallen ist. Ich hoffe. Nein, ich habe es geahnt. Warum ist der so lang? Da müsst ihr natürlich auch ein bisschen drauf achten. Also dementsprechend auch drauf achten, von welcher Seite ihr den Baum anschlägt, sozusagen. Anschlagt. Weil, wie... Es ist nicht in der Nähe, dass ich es mal eben platt machen kann, ne? Wie ihr nämlich hier sehen könnt, habe ich, Idiot, jetzt alles kaputt gemacht und habe mir die Wand eingerissen. Schade, dass man das Holz jetzt hier nicht aufsammeln kann. Ach, das ist das... Nee, das Feuer ist gar nicht dran. Das müssen wir dann dementsprechend natürlich reparieren. Was er gerade nicht machen will, warum auch immer. Jetzt... Hier ist noch alles okay. So. Ja, den können wir auch eben nehmen. Das wollte ich zwar nicht, aber egal. Hatte ich da jetzt noch irgendwas drin liegen? Nein, hatte ich nicht. Perfekt. So, wir haben jetzt jede Menge Holz. Die Frage ist jetzt, brauchen wir noch irgendwas dringend? Was natürlich ganz gut wäre, ist nochmal eine zweite Kiste herzustellen, bevor wir nachher gar kein Holz mehr haben. Setze ich die mal mit hier hin. Weil die erste ist ja jetzt schon fast wieder voll. Das ist dann immer so ein bisschen, muss man rechtzeitig vorsorgen, um immer genug zu haben.
Nee, da wollte ich jetzt nicht reingehen. Ich wollte gucken, ob ich jetzt hier noch groß irgendwas machen muss. Da brauche ich nämlich nur das Leder für, ne? Das Auffangbecken habe ich... Ach so, die Textilienbank könnte ich theoretisch machen. Das ist gar nicht schlecht. Die braucht nämlich auch kein Leder und nichts. Ja, dann mache ich die doch mal eben. Dann haben wir zwar die Steine und so wieder weg, die wir... Wobei, da brauche ich nur... Ach nee, das ist die Häutungsbank. Die habe ich eh schon. Da brauche ich gar keine Steine. Ja, das ist doch super. Warum ist jetzt der Fächer hier drin? Den hatte ich mir ans Inventar gezogen vorhin, aber ist okay. So, das Ding ist natürlich ziemlich groß. Das tun wir mal hier in Nähe der Häutungsbank hin. So, zack. So, damit wir ein wenig Platz haben, ich lege die am besten generell hier auf die linke Seite hin, machen wir das so. Was haben wir denn noch, was wir viel haben? Die Stöckchen hier zum Beispiel. Da lasse ich immer so ein 100er-Pack drin. Pfeile sollte ich vielleicht nochmal welche bauen. Das können wir wieder hier unten reintun. Steine brauche ich zur Herstellung. Achso, die Fackeln habe ich ja noch drin, genau. Die sollte ich vielleicht mal eben draußen platzieren zumindest. So ein bisschen immer weg vom Haus. Nicht, dass da mal irgendwie was abgefackelt wird oder so. Aber schon so, dass man dann auch in etwas größeren Umkreis drumherum auch was erkennen kann. Hier kann man zum Beispiel einigermaßen dann auch erkennen. So, hier muss ich noch was drunter bauen, sehe ich gerade. Wenn man Steine abbauen will oder ähnliches. Was habe ich da jetzt gerade gehört? Na? Okay. Also, wir machen von denen erstmal noch 4 Stück. Zack. Und bauen da nochmal drunter. Der rastet hier immer noch nicht richtig ein. Ah, jetzt. Ich weiß nicht, warum man dann komplett woanders hinzielen muss, damit er dann gar nicht da, wo man hinzielt, einrasten kann, aber naja. So, hätte ich vielleicht lieber mit 5 gemacht, aber... Ja, ist mir doch ein bisschen sicherer, wenn ich da noch eins herstelle. Und reinsetze. Nein, ich habe die 6 gedrückt. Achso, es ist aber die 8, nicht die 6. Das erklärt so einiges. So, okay. Was war das jetzt gerade für ein komisches Geräusch? So, ja, dann würde ich sagen... Ach, ich habe etwas total vergessen. Ich wollte mir doch noch einen Schlafsack machen. Genau, dafür brauche ich nämlich noch Fell. Dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt erstmal auf die Suche mache, ob ich hier irgendwo nochmal ein Tier herbekomme. Ich meine, ich habe euch das ja erklärt, wie das mit der Häutungsbank geht. Ja, viel zu wissen oder zu können ist dann nun wirklich nicht. Ihr transportiert einfach das Tier. Das kann man mit E. Wenn ihr E gedrückt haltet, könnt ihr das Tier transportieren, nachdem ihr es erledigt habt natürlich erst. Und, das ist noch Schwefel. Sehr gut. Und entsprechend könnt ihr übrigens auch Fische transportieren. Ich bin gerade am Überlegen, aber die geben, soweit ich weiß, keine Haut. Es wäre zumindest sehr unlogisch, wenn ihr Haut geben würden. Transportiert ihr dann einfach, benutzt das mit der Werkbank und dementsprechend wählt ihr das oben links aus, also das Tier, was gerade am Leuchten ist, was auf der Werkbank drauf liegt. Und die Einzelteile, die dann da rauskommen, könnt ihr dann ganz einfach, wie wir das eben auch mit den anderen Sachen gemacht haben, ins Inventar rein verschieben. Ja, ich würde sagen, dass ich dann hier mal diese Folge beende. Ihr kennt auf jeden Fall mittlerweile alle Grundlagen. Ihr seht auch, dass es Gebiete gibt, wo irgendwie die Tiere sehr oft kommen und wenn man sie dann braucht und erledigen möchte und muss, mal wieder keins vorhanden ist. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich ein bisschen blöd in der Gegend rumlaufen müssen, bis ich entsprechend nochmal Tiere habe, die ich dann auch ja, opfern kann, weil wir sie eben brauchen. Oh, aber was essen sollte ich auch?
Ja, ich verabschiede mich erstmal für heute. Und wie gesagt, es werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen kommen. Wir werden auch mal andere Missionen gemeinsam machen. Das ist ein Hase, die sind immer sehr schreckhaft. Wir werden auch gemeinsam noch Missionen machen, durchführen, was auch immer. Und schon ist der Hase weg, wie man hier wieder gut sehen kann, obwohl so ein bisschen das Problem ist, ich weiß nicht genau, wo er ist. Wenn ich ihn jetzt wirklich sehen würde, wäre es einfacher. Okay, das hat definitiv nicht funktioniert. Man sollte sowas nicht machen, wenn man gerade am Abmoderieren ist. Ja. Ich mache nochmal schnell die Pfeile. Na, oh. Ja, ich drücke 20 und dann auf Maximum. Das war jetzt auch sehr intelligent. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Da werden wir dann, denke ich mal, uns aufmachen und das Ganze hier abschließen, damit ihr das dann auch schon mal gesehen habt. Grundlagen kennt ihr jetzt alle. Wie gesagt, ihr könnt auch hier zum Beispiel Fische erschießen mit den Pfeilen. Das würde ich euch dann aber nur empfehlen, hier vorne, wo so Steine sind, wo ihr die Sachen dann auch wirklich aufheben könnt, zu machen. Und ja, nochmal wiederholend der Tipp am Ende, wenn ihr leveln möchtet, versucht euch erstmal so ein bisschen hoch zu leveln und dann Wölfe zu töten, beziehungsweise generell Gegner zu, also Gegner, Nahrung zu holen sozusagen. Oder eben die Bodenplatten, beziehungsweise die, die Wände und so weiter herzustellen. Die Sachen geben wirklich viel XP. Und wenn ich jetzt wüsste, wo der Wolf ist, dann würde ich mal hingehen und versuchen, den zu erwischen. Ich glaube, da hinten sehe ich ihn gerade. Ja, oh Mann. Bevor ich jetzt hier gar nicht mehr reden kann oder gefressen werde, sag ich mal, okay, der Wolf hat mich jetzt gerade entdeckt, oder? Ach nee, das war auch gar kein Wolf, den ich gesehen habe. Na toll. Okay. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!